Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, hierbei handelt es sich, wie man im Titel schon sehen oder lesen kann, um eine Spendenfolge. Und zwar hat mich diese bzw. vorherige Woche, je nachdem wann ich dieses Video denn jetzt hochlade, ein Abonnent angeschrieben und meinte, ja, er würde mir gerne ein paar Karten schicken, wo er das denn hinschicken sollte. Ich habe ihm dann ganz unkompliziert die Adresse zukommen lassen. Er meinte, es seien ein paar Holos drin, ein paar ältere Cummins. Ich bin mal gespannt, auch wie die Zustände sind etc. Er meinte, wir sollten den Brief tatsächlich so vor der Kamera aufmachen. Normal mache ich sowas nicht, habe ich bisher nur einmal gemacht, aber ich dachte mir, warum nicht? Ne, ist ja auch ein etwas kleinerer Brief. Folge 19 war die andere, die war richtig krass. Könnt ihr euch bei Gelegenheit auch mal angucken, ist wirklich sehenswert. Und sollte es die falsche Folge gewesen sein, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, damit ich dann die richtige raussuchen kann und sie in der Videobeschreibung verlinken kann. Beziehungsweise vielleicht verlinke ich sie auch direkt. Jetzt haben wir aber lange genug um den heißen Brei geredet. Wir machen den Brief auf. Ich mache hier kurz einen kleinen Cut. Und damit das Auspacken hier nicht so lange braucht. Und dann sehen wir uns wieder. Und offen ist das Teil. Es war ehrlich gesagt ein richtiger Kampf, weil mein Messer so stumpf ist. Gut, dann gucken wir uns mal an, was wir hier bekommen haben. In vielen unterschiedlichen Hüllen. So, legen wir das mal hier unten hin. Ah, okay, den kenne ich. Das ist, oh Gott, der Name jetzt. Wartet mal. Das ist der trügerische Herrscher Ultimittel Bishbalkin. Okay, warum Ultimittel? Das klingt so scheiße. Ja, aber es ist eine richtig coole Karte. Vom Design her erinnert vor allen Dingen hier der Schwanz und die Flügel hinten an den feuerroten Drachen. Ihr erinnert euch, wer 5Ds gesehen hat, eine Serie, die ich ursprünglich verteufelt und wenn man Sexel und die anderen ansieht, eigentlich habe ich den völlig zu Unrecht, habe ich die Serie völlig zu Unrecht verteufelt, aber darum geht's nicht. Wer die Serie gesehen hat, der kennt ja den feuerroten Drachen. Das ist ja dieses legendäre Wesen mit den 5 Auserwählten, die alle einen Teil seines Körpers auf dem Arm haben. Das leuchtet dann und die haben dann alle den auserwählten Drachen und ist eigentlich doch ganz nett gemacht. Und ja, den gibt es natürlich auch als echte Karte. Bei uns heißt der Ultima Erzeugin. Gibt es aus der Jump und aus 2 Sets als Super Rare. Ich glaube, beides waren Promos. Und an die erinnert ihn ein bisschen. Sehr schön. Ist auch eine gute Condition. Dann Cosmo-Start. Mit einer Hülle, wo man seitlich reinschiebt. Richtig cool. Aus dem Astral-Pack. Mega nice. Die gibt es auch in Gold Secret. In Gold Secret finde ich sie nicht so toll, aber hier in Super Rare sieht sie geil aus. Cosmo. Geil. Könnte ich jetzt das Outtake nehmen. Ne, also Cosmostadt ist extra ein extrem schönes Artwork, muss ich sagen. Richtig nice. Geil. Auch super Condition. Top Mint. Dann haben wir die Witterungsmalerin Regenbogen. Die einzige von denen, die ich wirklich cool finde. Die anderen, ich weiß nicht, das ist irgendwie wie die Aquaschauspielerin. Und was gab es noch? Wurm und so. Diese ganzen Randthemen, die keinen wirklich interessieren. Oder UA und FA und wie sie alle heißen. Das ist auch, geht auch so in die Richtung. Allerdings ist die tatsächlich doch ganz cool geworden. Vom Design her. Da oben hat sie einen kleinen Schlag. Aber ansonsten ist sie auch absolut top Mint. Extrem nice. Ich habe die auch erst einmal. Also das ist meine zweite. Finde ich mega nice. Kann ich gut gebrauchen. Dann geheime 6 Samurai Hatsume. Das ist dann wohl meine erste. Die kenne ich gar nicht. Eine richtig schöne Secret. Ah, da leuchten auch schon die Sterne. Ja, genau. Ist ja auch Spirit Warriors. Klar. Brauche mich ja nicht wundern. Extrem schön, ne? Cool. Wobei sie jetzt so von an sich so nicht viel mit den 6 Samurai zu tun hat, optisch. Ja, also optisch da. Können sie auch irgendwas anderes sein. Ich finde sie ganz cool, aber ich finde, sie hat halt irgendwie auch ein bisschen, also keinen wirklichen Wiedererkennungswert, oder? Was meint ihr? Dann der Kartenhändler in Mosaic Rare aus dem Battle Pack, auch in einem sehr, sehr guten Zustand. Ich persönlich bin gar nicht so der Foil-Gegner. Das Einzige, was ich gar nicht mag, ist Shatterfoil. Also Shatterfoil, beim besten Willen nicht. Okay, wenn die Karte dann Holo ist, oder zumindest Rare mit Shatterfoil, also quasi als Dual-Terminal, dann geht's wieder einigermaßen. Wobei ich mal denke, dass der Gedanke daran, dass die Karte ein bisschen besonderer ist als eine normale Shatterfoil, da auch ein bisschen sinnestrübend ist. Auf jeden Fall mega cool. Boah,
Gefällt mir sehr gut, auch in Shadowfall. Oh Gott. Tut mir leid. In Mosaik, genau. Es gibt ja tatsächlich Leute, die kennen den Unterschied zwischen Mosaik und Shadowfall nicht. Dann haben wir Exil des Bösen aus der Legendary Collection Kaiba, genau. Eine richtig coole Karte, kam davor ursprünglich in einem Tournament Pack raus und ist natürlich dementsprechend relativ teuer. Auch eine Tournament Pack Karte. Besitze ich die? Ich weiß es gar nicht. Da setze ich mal ein Fragezeichen drüber, da bin ich mir gar nicht sicher. Entweder ich habe sie als Playset oder nicht, aber ich glaube, ich habe sie. Ich muss mal meinen Ordner gucken. Ich habe so einen Ordner, da habe ich die ganzen Tournament-Pack und Champion-Pack und Turbo-Pack und Astral-Pack-Holos. Also zumindest bei den Astral-Packs, die Ultimates, alle zusammen in einen Ordner gesteckt, genau. Sehr, sehr schön. Super. Vor allen Dingen nach den Legendary Collection Kyber-Sachen suche ich auch. Dann haben wir eine Kamen, Hungry Burger, die ist halt, die ist ein bisschen angefressen. Die hat hier einen Schlag und da einen Schlag. Und hier. Ist aber eins meiner Lieblingsritualmonster, weil ich die Idee einfach so witzig finde. Vor allen Dingen Warrior, ne? Also Krieger. Ich hätte eher als Unterweltler hätte ich das eher genommen. Aber gut, ist eine coole Kamen, ne? Sehr schön gewählt. Ist tatsächlich eins meiner Lieblingsritualmonster, beziehungsweise mein Lieblingsritualmonster. Dann Zerstörung des Schicksals. Oh, so eine schöne Ulti. Und dann doch so gedamaged. Okay, ja, lässt sich aber auf jeden Fall noch was mit anfangen. Ist was für meine private Sammlung, sehr schön. Weiß gar nicht, wie oft ich die bisher habe. Müsste ich mal nachgucken, die habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Dann haben wir Xyz Reflexion und die ist, die ist Top Mint. Na gut, Top Mint nicht, aber Niermint, wobei das ist eher so ein Ausstandsrest, das ist keine Beschädigung. Richtig cool. Also die sind im echt guten Zustand. Mega nice. Einfach mal eine Ulti. Geil. Ey, das freut mich. Das ist cool. Sowas kann ich immer gebrauchen. Also mit sowas kann man echt den Tag versüßen. Da kann man meinen Tag retten. Und Rettung habe ich heute echt nötig, weil mein Arbeitstag, der war heute richtig scheiße. Mehr sage ich dazu nicht. Dann haben wir... Was ist denn das? Mythisches Bestrarium. Ich verstehe. Das ist eine der Ultras aus dem neuen Set. Der liebe Creep, der geizt ja manchmal ein bisschen mit seinen Ultras, wenn es um den Bulk geht, den ich kaufe. Weil er natürlich nicht genügend hat, was sich jetzt allerdings bald ändert, da er ja jetzt immer Cases aufmacht und da wird natürlich einiges abfallen. Und das ist eine der schönsten Ultra-Rares aus dem Set, beziehungsweise eine der schönsten Zauberkarten aus dem Set, meiner Meinung nach, auch wenn man es mit den Kamens vergleicht. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher, das hat was mit diesen mystischen Ungeheuern zu tun, ne? Wobei ich mir jetzt gerade auch gar nicht so hundertprozentig sicher bin. Aber das hier dürfte eins von denen sein, zumindest ist hier eins abgebildet. Ist auf jeden Fall eine extrem schöne Karte, mein erstes Exemplar. Dementsprechend vielen Dank an dich, Paul. Du hast die Sammlung tatsächlich um eine Karte, die ich noch überhaupt nicht habe, was bei mir ja sozusagen fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, tatsächlich erweitert. Sehr schön. Ah, die freut mich. Die freut mich richtig. Also die Highlights, ich mach's mal so, die Highlights, die lege ich jetzt mal hier linkerseits hin. Machen wir das mal so, die Highlights. Gucken wir hier auch nochmal. Genau. So, das sind meine Highlights. Supi, dann haben wir noch... Oh, das ist auch richtig cool. Genau. Das hier ist der... Oh Gott, wie heißt der denn? Dynamite Kämpfer, der wahre Drachokrieger. Und das ist eine Ultra Rare Maximum Crisis. Und Maximum Crisis ist eins meiner absoluten Lieblingssets. Vor allen Dingen, was die Ultras angeht. Die Secrets finde ich gar nicht so schön. Aber scheiß auf Ash Blossom. Scheiß drauf. Ist halt so eine asiatische Puppe. Mein Gott, die halt viel wert ist. Aber die Ultras aus dem Set. Die Ultras aus dem Set sehen richtig geil aus. Und auch die Supers. Da gibt es einen Unterterror Behemoth. Irgendwie so eine Super Rare gab's da. Oder waren es zwei? Das ist so ein Mädchen, so ein Unterweltler-Mädchen. Die fand ich auch richtig, richtig cool. Und das ist auch eine der Karten, die halt richtig nice aussehen, auch ziemlich oldschool wirken und unglaublich Potenzial haben, später mal ein Klassiker zu werden, möglicherweise. Auch was vielleicht bei Sammlern gesucht ist, da sie momentan, soweit ich es beurteilen kann, eher weniger Beachtung findet. Das ist auf jeden Fall ein Highlight, ein absolutes Highlight. Dann haben wir Soul Exchange. Oh Gott, die ist aber ramponiert. Meine Güte. Schau dir das mal an. Ja, das ist eine Karte, die hat jemand mal sehr aktiv gespielt als Kind, würde ich sagen.
er es jetzt selber war, weiß ich nicht. Warst du es, Paul? Oder hast du die so bekommen? Ah, echt nice. Cool. Ja, so eine durchgedönerte Karte sieht man selten. Dann haben wir hier aus dem OP6, also ganz neu quasi, die Windhexe Winterglocke. Habe ich auch noch keine einzige davon. Sehr schön. Richtig geile Karte. Ah, auch hier leuchten die Sterne, genau. Es hat ein sehr schlichtes Design, sehr blaulastig. Aber gefällt mir doch ganz gut irgendwie so. Obwohl ich nicht wirklich weiß, was die Karte darstellen soll, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber gut, ist auf jeden Fall eins meiner Highlights. Für mich, richtig cool. Dann, oh Gott, was ist denn das? Ah, auch aus Extreme Force. Habe ich auch noch nicht, soweit ich das beurteilen kann. Oder doch, ich glaube, habe ich die? Ich weiß es gar nicht. Es kann nur eingehen. Es könnte sein, dass die beim Bulk von Creepfan dabei war. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Aber wenn, auf jeden Fall nicht oft genug. Es kann nur eingeben. Ja, sehr cool. Sehr schön. Das ist dann auch wieder so ein Totenkopfdiener. Ne? Geil. Auf jeden Fall sehr viel Booster-Stuff. Das gefällt mir. Das ist echt schön. Die legen wir mal darüber. Dann haben wir aus Maximum Crisis Lyrikvogel Unabhängige Nachtigall. Ja, das ist eher so eine Random-Hole aus dem Set gewesen. Ich glaube, die habe ich auch relativ oft. Ist aber eine sehr schön designte Karte. Ein schönes Fusionsmonster. Was braucht man denn dafür? Eine wie wir Creepfan sagen würde, vergammelte Nachtigall. Und noch ein Lyrik-Lieder-Vogelmonster oder was weiß ich. Okay, coole Sache. Auch in einem sehr guten Zustand. Dann haben wir Überlastfusion. Wo kamen die denn raus? Auch aus OP. Heftig. Wusste ich gar nicht, dass die da rauskamen. Ist auf jeden Fall nice. Ey, das freut mich jetzt. Geil. Und die ist auch in einem super Zustand. Also, okay, ist auch eine neue Karte, aber die ist richtig nice. Ohne Witz. Die sieht geil aus. Die sieht richtig cool aus und super. Oh, Anti-Raigeki. Eine Karte, die es davor nur im Tournament Pack 2 oder 3 gab. In Secret Rare, wobei der Secret Rare-Effekt hier relativ schwach ist bei der. Gab es in Super Rare, habe ich jetzt momentan eine bekommen, aber noch zwei Stück zusätzlich vom lieben Michael, der hat tatsächlich nochmal ausgemistet. Und ist auf jeden Fall ist, erschwinglich, sage ich mal. Die geht ja ein paar Cent. Kann sich jetzt also jeder kaufen, der sich für die Karte jemals interessiert hat. Wobei es erstaunlich ist zu sehen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die diese Karte noch nicht kennen. Nun gut, aber das ist auf jeden Fall eins meiner Highlights. Finde ich klasse. Dann haben wir... Oh, die müssen wir zusammen machen, die gehören zusammen. Speerkäfer und Speerkäferpakt aus dem Premium-Pack. Und auch die sind von der Condition eigentlich super. Ja, die sind top. Okay, ich hole oben ein bisschen angeschlagen, aber sonst echt top. Sehr schön. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, Wasserchor, die sieht wieder ein bisschen zertreten aus. Die ist aus Gott PCK. Ist auf jeden Fall an sich eine sehr schöne Karte und wäre auch richtig nice, wenn sie nicht so kaputt wäre. Oh, guckt euch mal den. Guckt euch das mal an. Oh, aber ansonsten richtig cool. So für meine private Sammlung, die jetzt nichts mit der Ausstellung zu tun hat, ist das absolut brauchbar. Ja, also ich selber bin bei meiner Sammlung nicht wirklich pingelig. Ne? Solange man sich die Karte noch ansehen kann, ist das top. Die kommt in meinen privaten Binder. Dann haben wir auch so nochmal so eine Tournament-Pack-Karte, so eine teure. Da ist, glaube ich, der Secret-Effekt ein bisschen besser zu sehen, wobei er momentan halt echt flöten ist, weil ich habe hier gerade nur Naturlicht. Bewölkter Himmel ist eigentlich recht gut für die Aufnahmen, aber halt nicht, wenn der Effekt wirklich schillern soll. Geht 80 bis 90 Euro oder ging 80 bis 90. Durch den Reprint ist sie, glaube ich, auf 60 oder so gesunken, die Originale. Und die hier geht natürlich auch ein paar Cent und ist, glaube ich, das Äquivalent zu Ruf der Gejagten, nein, zu Wiedergeburt. Zu Wiedergeburt, genau. Sozusagen eine Anti-Wiedergeburt-Karte. Ich weiß nicht, ob man die damals gespielt hat oder nicht. Ist auf jeden Fall auch ein Highlight. Dann haben wir den Guki Großer Ogre. Ja, die Karte, die habe ich en masse. Ist auch eine richtig coole Karte. Die Gookies sehen richtig nice aus und das sieht auch schön oldschool aus, so wie es sein soll. Ist eine Top-Karte. Gefällt mir. Dann X-Crawler Quali Arche. Okay.
Ja, die Crawler, die sind an sich auch relativ gut anzusehen, sind doch auch relativ brauchbar von der Optik her, allerdings jetzt nicht so die Oberburner, sag ich mal. Aber der hier ist einer von denen, der mir am besten gefällt, also auch vom Artwork her. Ist einfach eine ziemlich schöne Karte, finde ich gut. Und von denen habe ich auch noch gar nicht so viel, ich glaube erst 2 oder 3. Dann Altergeist Hexia, die finde ich auch cool, die Altergeists. Das sind auch Karten, die relativ oldschool looken, von denen habe ich jetzt auch erst 1 oder 2. Die ist jetzt auch wieder aus Extreme Force, also brandneu. Sehr schön, sehr cool. Und freut mich, dass wir die jetzt auch in der Sammlung haben. Vielen Dank dir, lieber Paul. Richtig nice. Richtig nice. Ja, die ist sogar First. Die ist sogar First, weil es ist ja, glaube ich, auch das Special Edition Set rausgekommen von denen. Dann haben wir eine weitere Karte aus dem Set. Ungefähr meine. Wisst ihr es doch? Das ist meine Zweitlieblingszauberkarte aus dem Set, weil das Artwork halt auch unglaublich schön ist. Power of the Guardians. Das ist eine englische. Sehr schön. Die Karte ist einfach für Super Rare gemacht. Ja. Also wie Topf der Gier damals als schönste Super Rare galt, könnte ich mir vorstellen, dass das zumindest auch eine Karte wird, die nah rankommt, weil die sieht in Super Rare, man sieht das an der Kamera jetzt nicht wirklich gut, aber wenn man mal das Licht anschalten würde, was ich wohl getan hätte, wenn ich gewusst hätte, dass das jetzt schlagartig so düster wird, dann sieht man, wie das richtig schillert und das passt halt einfach zum Bild. Es ist auch relativ farbenfroh oder farbenintensiv, sage ich jetzt mal. Das ist jedenfalls ein Highlight. Dann haben wir Großmeister der 6 Samurai, wieder aus Spirit Warriors, ja. Der ist auch cool, den nehme ich auch gerne mit. Muss ich mal zählen, wie viel ich von dem mittlerweile habe, weil der hat mir ja auch Yugi Kitty mal eine Runde gespendet von dem. Und habe auch, ich habe auch von Creepfan damals den Bulk bekommen. Dann haben wir einen Time Wizard. Oha. Oh, der arme Time Wizard. Oh, guckt euch das mal an. Der arme. Aber an sich ist das eine geile Karte. Eine schöne Oldschool-Karte. Habe ich auch schon ein paar in meinen Toploadern, in der offiziellen Sammlung natürlich. Geile Sache. Finde ich nice. Ist zwar ziemlich damaged, gehört aber trotzdem zu den Highlights, meiner Meinung nach. Oh, meine Lieblingskarte aus Extreme Force. Geil. Von dem habe ich jetzt, das ist jetzt mein 6. Das ist Ventschrecken Kriegsherr. Und das ist eine sowas von fette Karte. Ohne Witz. Die ist so nice. Designt vom Zeichenstil her. Erinnert sie an den schwarzen Totenkopfdrachen. Müsst ihr mal drauf gucken. Guckt euch mal das Artwork an, vergleicht das. Vor allen Dingen hier, so diese ganzen Skelettparts. Ja. Es sehen einfach nicht nur die graue Farbe, sondern halt auch wirklich, wie es gezeichnet ist. Sieht dem unglaublich ähnlich. Und ja, hier hat sie, glaube ich, einen kleinen Schmiss drin, aber das stört mich nicht weiter. Die Karte ist so geil. Ist zwar nur eine Super Rare, ein paar Cent wert, aber das ist diese Karte, die bringt's halt richtig. Die finde ich richtig geil optisch. Die gefällt mir. Das ist das Highlight der Highlights momentan. Sehr schön. Dann haben wir, oh, sehr schön, einen Edelsteinritter Phantomquarz. Ich glaube, den habe ich gar nicht gekriegt damals von Creep. Die hat er, glaube ich, alle selber behalten, weil er nicht so viele von denen gezogen hat. Das ist mein erster quasi, also hat er meine Sammlung nochmal um ein Stück bereichert. Die Edelsteinritter sind ab und zu mal gern gespielt, habe ich mitbekommen, und kommen ursprünglich aus dem Dual Terminal bzw. eben aus Hidden Arsenal und haben jetzt, glaube ich, hier, ist das jetzt ihr erster oder ihr zweiter tatsächlicher Support in einem normalen Booster? Ich glaube, da gab es noch diesen ganz weißen, diese Xyz-Karte, die müsste auch noch in irgendeinem normalen Booster drin gewesen sein. Wenn ich mich nicht täusche, heißt es Kamen, aber ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Das ist auf jeden Fall auch ein Highlight. Dann haben wir Yosenjus geheimer Schlag im Starfall Rare. Wow. Nehme ich auch gerne mit. Dann eine 1000 Dragon. Der ist auch schon ziemlich durchgedönert. Aber auch das ist eine coole Karte. Dann haben wir aus Metal Raiders Share the Pain, eine zensierte Karte. Bei der unzensierten kommt hier noch blaues Blut raus. Also tatsächlich blaues Blut. Ne? Auch cool. Dann haben wir eine Polymerisation aus dem Starter SDJ. Oh Gott, Starter Deck Joy vielleicht? Maybe, ich weiß es nicht. Müsste doch Starter Deck Joy gewesen sein.
Ist aber keine First und Englisch. Aber auch cool. Dann haben wir noch drei Commons und zwar Setzrotation, Ruiran und Soul Release. Die ist sogar in einem ganz guten Zustand, muss ich sagen. Gut. Das war die Spende vom lieben Paul. Vielen Dank dir. Das war echt klasse. Das war richtig geil. Ich habe wirklich für über 90% davon eine Top-Verwendung. Und so freut mich, dass du da an mich gedacht hast. Wirklich. Also nochmal vielen Dank an dich, lieber Paul. Ich würde sagen, die anderen, den wünsche ich jetzt und natürlich auch dir, Paul, wünsche ich einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.